Sziasztok! Lass uns in der Karten schauen, was erwartet dich in Thema Punkto Liebe? Und hier diese kurze, knackige Legung für dich. Also die längeren sind immer die Livestreams. Schau vorbei. Und auch am Samstag, samstags, jetzt immer neu, im November, also mit den Zwillingsflammen Reka, auch eine Livestream, natürlich sein sinnliches Begehren. So, also es geht heute bei dem Venustag, dass man was beschleunigen kann. Die Karten sind von Soul mit Love, Orakel von Lichtenergie. Und ja, ich freue mich auf dich. Was steht denn heute an? Also eine Beschleunigung steht an bei den Dualseelen. Also ich habe das Gefühl, dass es so deine Dualseele ist, weil der jetzt einfach mal in der Leichtigkeit kommt. Also der kommt hier wirklich in der Leichtigkeit. Ja, also bezüglich Rivale. Also es könnte sein, dass da auch wirklich bei dir noch jemand gibt und dass es hier eine Rivale ist. Und das könnte jetzt bei ihm wirklich eine Angst ausgelöst haben. Deswegen auch dieser Venustag ist auch unglaublich wertvoll dafür, dass du dieses Angstauflösungsritual für deinen Herzensmenschen machst. So, also es kommt hier, kommen schon mal Frühlingsgefühle. Und also wie gesagt, die Hochzeit symbolisiert hier wirklich, dass es hier, haha, Frühlingsgefühle, wenn ihr schon daran denkt, also hier, wie gesagt, das Soulmate kommt wieder in seine Leichtigkeit, dann versprüht es so eine Frühlingsenergie, also du versprühst so eine Frühlingsenergie auf dem, also auf jeden Fall, es geht aber auch hier ein Stück weit um die Finanzen. Und es geht auch hier ein Stück weit wirklich darum, also wie gesagt, dass es hier auch wirklich weitergeht und also die Heilung, die Erdung ist da und auf jeden Fall geht es darum, er wird eine Änderung vornehmen. Er wird seine Finanzthemen heilen und also die Ego, das regt ihm schon mal auf, dieses Ego. Und ich habe das Gefühl, also er hat auch das Gefühl, irgendwie eine Untreue wäre hier. Also ich weiß gar nicht, wer zwischen euch beide untreu war, du oder er. Aber es kann auch sein, dass du hier jemand hast, weil hier diese Rivale sich zeigt. Also du kannst natürlich auch die Freitagsvideos anschauen, immer was ich mit dem Patrick mache, also männlich und weiblich. Es geht auch darum, hier dieses verheiratet, ne, wie du siehst. Also, und es geht auch darum, dass man hier auch irgendwie halt auch vielleicht auch wartet irgendwie auf dich, ne? Er wartet auf dich vielleicht auch, dass du dich trennst, dass du dich hier scheiden lässt. Oder der hat hier jetzt Themen, Gott und Universum könnten hier eine Rolle spielen. Vielleicht vertraut er mehr auf Gott und Universum oder macht er auch ein Ritual. Aber das könnte, der Ritual könnte auch für dich jetzt wirklich eine gute Rolle spielen, denn also ich würde jetzt wirklich sagen, verpasse das jetzt wirklich nicht, denn also auch in diesem Monat gibt es natürlich besondere Angebote, du weißt ja auch Wochenangebote, ne? Also da ist ja die mediale Beratung, aber du kannst auch eine Kartenanalyse, aber du kannst auch ein Ritual buchen, also von da aus, guck mal. Also ist der nächste Schritt, entweder er denkt über den nächsten Schritt oder du denkst über den nächsten Schritt. Wer möchte den nächsten Schritt wagen? Wer möchte neue Wege gehen? Wer möchte das? Wer möchte so seine Treue hier bekünden? Wer möchte das? Wer möchte das Ganze beschleunigen? Er möchte das beschleunigen. Guck mal, er will aber, dass du dich trennst. Das will der. Und er hat auch hier tiefe Gefühle, ist auch eifersüchtig. Das nehme ich jetzt hier wahr. Und ich nehme jetzt hier auch die Liebe wahr, sodass die Liebe auch eine Rolle spielt bei deinem Soulmate, bei dem Seelenpartner, ne? Und was sehe ich denn jetzt hier? Also überhaupt, dass es sich zurückgezogen hat, also ist so ein Rückzug da.
also jetzt vielleicht auch freundschaftlich hat er sich so ein bisschen von dir zurückgezogen, aber der schaut also immer irgendwie noch hinter dir her und spioniert auch noch mal. Guck mal, der ist dir auch noch treu. Also ich sehe da schon, definitiv sehe ich da eine Liebe und definitiv sind da auch echte Gefühle und definitiv ist da auch wirklich Eifersucht. Aber er steht vor der Wende, helf ihm doch wirklich mit dieser Angst abzulösen mit diesem Ritual. Konzentriere dich, was sollst du hier wissen? Oh, da kommt dein Seelenpartner. Also er kommt in Gedanken, ist er bereits bei dir, aber er muss in der Gleichgewicht sein. Denn wenn er mit dir in eine Beziehung will, eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung, aber auch zugleich. So nehme ich das jetzt hier wirklich wahr. Also ich sehe hier die romantische Liebe. Amos Pfeil hat ja auch wirklich getroffen. Und also der ist auch telepathisch mit dir verbunden. Also ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also ich kann mir das gut vorstellen, der liebt dich, der hat romantische Gefühle. Du könntest jetzt hier irgendwie noch in einer Partnerschaft involviert sein und er möchte das nicht. Also er möchte dich für sich selbst alleine haben, aber also er ist auch so ein bisschen durch den Wind, so nehme ich den wahr, aber beschleunigen will der. Der will Turbo und Gas geben, nur der weiß nicht wie. Da helf ihm dabei, also deinem Seelenpartner reiche ihm doch einfach die Hand. Und ja, dann ist auch schon die Wende da. Also die Wende zeigt sich dir auch, denn dann kann der auch für dich zukommen und zwar ganz schnell. Also ratzfatz. Und jetzt bei dem Livestream sei auch das nächste Mal wieder dabei.